Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir mal einen Blick in den L'Oreal Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der L'Oreal Adventskalender, da gibt es zwei von. Das ist einmal hier der weiße, der für 69,99 zum Beispiel bei Rossmann zu haben ist, ne? Der 24 Boxen enthalten wird. Und dann gibt es noch eine schwarze Variante, die nur 12 Boxen enthalten wird. Ja, ich erwarte hier drin tatsächlich vor allem dekorative Kosmetik, weil er auch relativ leicht ist. Aber L'Oreal hat ja natürlich auch Pflege mit drin. Und ja, da denke ich auch, dass wir Pflege drin enthalten haben werden. Fun Fact ist schon mal, dass die Nummer 15 Kopf steht. Ich hoffe, dass der Inhalt nicht Kopf steht. Für 70 Euro eine ziemlich wackelige Angelegenheit, weil tatsächlich keine Zwischenebenen drin sind und das Ganze halt auch nicht irgendwie mit dem Ständer unterwegs ist. Wir starten jetzt aber mal mit der Nummer 1. Eingepackt in so einem Papier habe ich hier einen Bronzer und zwar den Bronze to Paradise in der Farbe 02 Baby One More 10. Und das finde ich schon mal richtig cool. Wir haben hier eine Originalgröße drin enthalten von einem Bronzer. Es geht schon gut los. In der Nummer 2 würde ich persönlich jetzt irgendwie eine Pflege vermuten, weil die halt so groß ist. Und tatsächlich haben wir hier, wie süß ist das bitte, L'Oreal Elvital Dream Length. Das ist das super Aufbaushampoo für langes, geschädigtes Haar, was ich habe. 90 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Und das mag ich gerne leiden. Das finde ich klasse. Also ich mag die Reihe tatsächlich auch von dieser Elvital-Geschichte. Wir haben hier wirklich auch, ich finde das gut, ne, wie das hier auch hergerichtet ist. Auch ein toller Duft, mag ich sehr, sehr gerne. Cool. Auch mit dabei ist die Nummer 3 und jetzt checke ich mal so langsam, dass wir hier auch tatsächlich Pariser Wahrzeichen drauf haben, oder? Ich meine, dass das hier vom Louvre sein sollte. Ich meine, wer den Da Vinci Code damals geguckt hat, sollte quasi diese Glaskuppel, diese Glaspyramide kennen. Hier haben wir ein Lippenprodukt drin enthalten. Und zwar ist das von L'Oreal in der Farbe No Doubts Colorish Ultra Matte. Es ist ein wunderschöner Nude-Ton. Ich werde es aber weitergeben, weil ich mag leider nicht so die matten Lippenprodukte. Deswegen lasse ich den jetzt auch noch zu. Der hat hier nämlich noch ein Siegel. Wo sieht man das? Irgendwo? Da. Genau, aber das ist die Farbe. Wunder, wunder, wunderschön. Also das finde ich auch für einen Adventskalender super, weil das halt so ja, nicht so festgelegt ist, ne? Dass man jetzt sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie einen knallroten oder einen lilafarbenen, sondern ein schöner nudefarbener Ton, das ist schon gut. Hier haben wir die Nummer 4 und auch hier ist es wieder eingepackt in diesem Butterbrotpapier und das hat sich auch irgendwie gereinigt. Oh wow, wir haben hier unseren ersten Monolidschatten drin in der Farbe 16 Determination Matt. Das sieht aus wie ein richtig sattes Schwarz und sowas verwende ich persönlich ja nicht für mich, sondern ich sammle die ja sehr gerne und gebe die dann in einem Monolidschatten-Adventskalender sehr bald in einer Verlosung an euch weiter. Und ja, deswegen finde ich nicht schlimm, ne, dass es drin ist. Hätte ich auch mit gerechnet, weil ich glaube, so viele Lidschattenpaletten hat L'Oreal jetzt nicht unbedingt im Sortiment drin. Jo, Mono halt. Die Nummer 5. Vielleicht mal unsere erste Mascara oder so, wobei die auch in der 6 drin sein könnte. Nee, tatsächlich habe ich hier recht. das ist die Lash Paradise Mascara in Black und die hat so eine wunderschöne Erdnussform. Kunstfaserbürstchen mag ich richtig, richtig gerne leihen. Also ihr seht hier, wie das Bürstchen aussieht. Ne? Ich komme damit super zurecht. Die L'Oreal Mascaren sind in der Drogerie mitunter die, die ich tatsächlich auch am liebsten verwende. So schaut die Verpackung aus. Das ist eine Full Size in einem 70-Euro Adventskalender, der so schlecht aufgemacht ist. Ist es natürlich richtig gut, wenn der Inhalt dann auch einen derben Wert hat, aber den rechne ich ja gerade auch mit euch zusammen auch aus hier, ne? Aber dass es eine Full Size ist, inner 5, finde ich klasse. Jetzt bin ich gespannt, was Nikolaus dann drin ist. Nimmt es mir nicht übel, Leute. Ich habe das jetzt so hingelegt, weil das knallt halt die ganze Zeit runter und dann habe ich einfach die Umverpackung aufgestellt. Dann haben wir die Optik, ne? Gut, ich glaube, wir kommen damit klar. Hier habe ich einmal die Nummer 6. Und das ist ein Lippy, der Infallible 24 Hours Lipstick. Das ist halt so ein klassisches Rot. Ne? Farbe ist die 506 Red Infallible.
super langanhaltend, super cool. Ich persönlich habe mittlerweile so viele rote Lippenprodukte, eben weil ich ja so viele Adventskalender auspacke und das einfach so ein Klassiker ist, ne? Aber ich finde es cool, dass wir hier quasi zum einen diesen Boosting Balm haben, den wir ja quasi dann über diese Matte-Geschichte dann drüber machen. Also das ist schon sehr, 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 sehr gut. Langanhaltend können wir auch gebrauchen, denn ich denke, so Richtung Winter wird es auch ein bisschen mehr werden mit der Maske wieder, ne? Und ja, deswegen, schöner Nikolaus. Vielleicht wird uns jetzt in der Nummer 7 etwas Pflege wieder über die Füße laufen. Nee, hier haben wir tatsächlich wieder einen Lippenstift und zwar in der Farbe 179 Nu Decadent Colorish Nude Intense. Das sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Also ein toller, ich mag gerne die L'Oreal Lippenprodukte, deswegen kann ich den jetzt auch einfach mal öffnen. Dann schauen wir uns den mal zusammen an. Das ist wirklich ein schönes Weinrottönchen, was ich mir echt gut auf meinen Lippen auch vorstellen kann. Ne? Das ist so ein, ja, auch recht kühler Ton, sodass die Zähne dann auch schön weiß strahlen werden. Den mag ich gerne leiden. Ja, jetzt haben wir schon 3 Lippenprodukte. Das ist jetzt schon recht viel, ne? Ich finde, so langsam kann L'Oreal dann auch ein bisschen wieder zurückschrauben und Richtung andere Produktlinien sich wieder bewegen. Weil ich habe jetzt hier nicht erhofft, dass wir einen Lippen-Adventskalender bekommen. Klar, die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Huch, da haben wir ein kleines Produktchen drin. Ach so, Plump & Set Brow Artist. Das hatte ich letztes Jahr in einem Adventskalender drin. Mochte ich leider nicht so gerne. Transparent, 4,9 Milliliter. Das ist nämlich ein Augenbrauengel zur Fixierung, damit die Augenbrauenhärchen an Ort und Stelle bleiben bzw. in Form gebracht werden können. Wie gesagt, also das hat bei mir leider nicht so viel gemacht. Deswegen überzeugt mich die 8 nicht so. Ja, deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir uns über die 9 ein bisschen mehr freuen. Wir haben auch hier wieder dekorative Kosmetik drin enthalten. Und es ist ein Mono. Auch das ist eine recht klassische Farbe. Die Nummer 20 Queen in der Satin-Reihe. Also quasi ein schimmernder Ton. Der sieht super schön aus. Ein perfekter Inner-Corner-Highlight-Ton. Also richtig gut hier drin aufgehoben. Sehr leicht wird es jetzt mit der Nummer 10 weitergehen und ich befürchte, dass wir hier dann so unseren schwarzen Kohlkajal drin finden werden. Jau. Das ist nämlich Infallible Grip up to 36 Stunden. Leute, ihr solltet euch öfters abschminken als nur alle 36 Stunden. Gel Automatic Eyeliner in der Farbe 001 Intense Black. Auch das dürfte eine Full Size sein. Da hast du auf der einen Seite so einen herausdrehbaren Kajal und auf der anderen Seite dann so eine Seite zum so ein Schwämmchen zum Versmatschen, dann kannst du zum Beispiel auch in Kombination mit diesem Lidschatten dir ein richtig schönes, einfaches Smoky Eye mit schminken, ne? Dann nimmst du noch den hellen Lidschatten mit dazu, um dann halt hier so ein paar Highlights zu setzen am Augenbrauenbogen und vielleicht so auch auf dem beweglichen Lid, wenn man möchte. Deswegen, also durchaus sinnvoll. Ich trage halt nur keine Kajalstifte. Nicht mehr. Die Punkzeit ist vorbei, Leute. Wir sind jetzt hier bei der Nummer 11. Das ist die erste Schnapszahl. Und da würde ich sagen, haben wir Pflege drin, oder? Oder vielleicht auch nicht. Es ist so eingepackt. Nee. Wow, wir haben hier tatsächlich einen Blush drin. Und zwar ist das Le Blush in der Farbe 120. Den müsste ich selber schon da haben. Sandalwood Pink. Also Sandel, also Rosen. Was? Was bist du? Rose Sandal, Sandalwood Pink, also Sandelholz Pink. Ja, ist ein schönes Tönchen. Der hat, glaube ich, auch ein bisschen Schimmer mit drin, ne? Ist doch ganz nice. Blush, Bronzer. Also, das wird hier langsam ein Full Face, ne? Zur Halbzeit habe ich jetzt hier die Nummer 12 und die fühlt sich schwer an. Entweder haben wir eine Full Size Foundation hier drin, was ich nicht glaube, oder halt Pflege. Ja, wir haben nämlich hier unsere Spülung, passend zu dem Dream Length Shampoo, was wir eben hatten, mit Rizinusöl, Vitamin, Protein, langes geschädigtes Haar, auch hier 90 Milliliter drin. Das finde ich super, das kann man echt toll verwenden, ne? Dass man das einfach mal ausprobiert, ob die Haare das so vertragen. Feier ich! Die Nummer 13, Leute, die zweite Hälfte des Adventskalenders ein. Hier haben wir dann wieder mal einen Lippy Color Rouge in der Farbe 345 Crystal Series. Ich glaube, den hätte ich sogar noch schöner gefunden, als den, den ich jetzt ja schon aufgemacht habe. Ich habe die ja nicht verwendet, das heißt, in der Theorie kann ich die ja trotzdem verlosen, oder? Ja, da ist mir ja keiner böse drum, denke ich mal. Man sieht ja auch, dass die neu sind. Ich knibbel dafür einfach hier nämlich diesen Barcode ab und ja, ich glaube, das ist alles soweit so gut. Letztes Jahr wurde sich nämlich hart darüber beschwert, dass ich die Lippenprodukte halt nicht öffne. Ich benutze die ja nicht dann, ne? Ja, guck mal, wie schön der ist. Oh mein Gott.
Sowas ist ja hübsch. Eieiei. Ja, wir haben dann einen matten, einen Satin-mäßigen und einen, der so ein bisschen Schimmer mit dabei hat, schon mal so, ne? Also, ja, es ist schon wieder ein Lippenprodukt. Ich könnte mich beschweren. Andererseits muss ich halt sagen, es ist halt schon irgendwie ein Lippenprodukt, aber irgendwie aus einer anderen Reihe. Schreibt mir gerne, ob ihr das auch in Ordnung findet, so, ne, in die Kommentare rein. Und ja, okay, es ist halt auch irgendwie schon der dritte Rotton quasi. Die Nummer 14. Ei, nee. Das ist jetzt ein bisschen, nee. 1, 2, 3, 4, das fünfte Lippenprodukt in der 14. Nee. Glow Paradise 191 Nude Haven. Schön, aber nee. Warum nee? Weil schon wieder Lippenprodukt. Ich meine, ja, L'Oreal macht wunderschöne Lippenprodukte. Aber das ist zu viel. Das ist jetzt echt, ich brauche ein bisschen mehr Abwechslung, oder? Die Nummer 15. Die stand ja eben Kopf. Ein Eyeliner. Okay, das ist Flash Cat Eye bei Superliner. Den müsste ich sogar da haben. Ein Black Eyeliner. Da kannst du nämlich mit dieser Spitze hier dir perfekt, wenn man es hinkriegt, ein Wing ziehen, ne? Dass man das so ansetzt. Das ist hier auch beschrieben, wie man das macht. Hier hast du theoretisch auch so eine Aussparung, dass du die Aussparung einfach nur ausmalen müsstest, um dir ein Mini-Wing zu zeichnen. Alles soweit so süß, ne? Und das ist auch gut, weil das wird ein Filz-Eyeliner sein. Das ist etwas, was ich verwenden kann. Weiter gucken. Die Nummer 16. Ich brauche nämlich jetzt irgendwie wieder so ein Wow-Ding, weißt du? Hier habe ich etwas... Eine Maske, das ist gut, ich mag Masken. Eine kühlende Serummaske Auge, Revitalift Filler, das ist so eine, sieht so aus wie ein Superheld. Kühlender Effekt, erfrischende Algenfaser, ja, die würde ich ausprobieren. Ne? Sowas finde ich gut, ich mag gerne Augenmasken und generell Masken mag ich gerne. Und das finde ich gut, 15 Minuten lässt du die drauf, das kann ich mir für morgens auch sehr gut vorstellen, mit Hyaluronsäure und Koffein. Das ist super, gibt Feuchtigkeit. Faltenmilderung, läuft, belebt. Das finde ich gut. Das ist Abwechslung. Mehr, mehr. Eine Woche vor Heiligabend haben wir jetzt hier den 17. Dezember. Hier haben wir wieder Pflege am Start. Nee, haben wir nicht. Wir haben ein Primer. Wow, das ist eine Full-Size, oder? Infallible Super Grip Primer Combination to Oily Skin. Leider nicht für mich geeignet. Mattifying ist leider nicht für mich geeignet. 35 ml ist nicht schlimm, dass es nicht für mich geeignet ist. Es ist ein genereller Adventskalender und kein Claudia-Adventskalender. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Wir haben hier einfach eine Full-Size von einem Primer mit dabei. Und meine Kamera hat einfach keine Lust zu fokussieren. Es tut mir höllisch leid. Ich würde euch das gerne in scharf zeigen. So. Zack, die Wapti. Ne? Das finde ich gut, dass wir hier kein Probenvieh drin haben oder sowas. Deswegen beschwere ich mich nicht. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche, die Nummer 18. Geräusch, Größe und Gewicht würden jetzt tatsächlich mir sagen, ich bin ein Lip Liner. Nein, das ist mutig. Skinny Definer Brow Artist, wow, in der Farbe 105 Brünett. Es ist mutig. Also das sage ich halt gerne mal bei solchen Produkten, die entweder an Haarfarbe oder an, ja, an einem Teint oder so orientiert sind. Na gut, könnte man bei Blush und Bronzer halt auch sagen, aber ich finde es gerade bei Augenbrauenprodukten und bei BB-Creams oder so immer ziemlich tricky. Aber ich kann mir vorstellen, na, Brünett wäre mir, nee, das wird mir zu dunkel sein. Schade, Schokolade. Aber ich hatte mal so ein Skinny Definer oder sowas von L'Oreal, auch in Blond, und das war richtig gut. Vielleicht dann in der Nummer 19, weil die hat halt auch ein ähnliches Gewicht. Ja, Happy. Und zwar Color Rich Le Lip Liner. Die sind ziemlich gut, weil recht cremig. Habe ich in der Farbe 630 Beige Anu. Also quasi, ja, so ein Nude-Tönchen, was tatsächlich auch zu den Lippenprodukten oder zu den meisten Lippenprodukten, die wir hier jetzt so drin hatten, passt. Schon eine sehr universelle Farbe. Mag ich. Machen wir Mai weiter. Machen wir Mai weiter. Wir machen im Mai weiter. Tschüss, ich bin da mal weg. Nein, machen wir mal weiter mit der Nummer 20. Auch die ist wieder sehr, sehr leicht. Also jetzt kommen so ganz viele leichte Kläppchen hintereinander. Okay, Perfect Slim bei Superliner. Hier haben wir dann den nächsten Eyeliner drin. 24 Stunden Eyeliner Waterproof.
01 Black ist die Farbe. Also wenn der jetzt irgendwie in Braun oder in Blau hier drin gewesen wäre, hätte ich das richtig cool gefunden, ne? Weil das ist jetzt im Prinzip, ja, ist es schon das dritte schwarze Augenumrandungsprodukt, was wir hier drin haben. Das ist tatsächlich irgendwie ein bisschen blöd, finde ich. Also ich weiß nicht, finde ich wirklich nicht gut. Nö. Ach, die Nummer 21 ist super leicht. Was ist das denn hier jetzt? Kriegen wir jetzt ganz viele Stifte. Kriegen wir noch einen Lip Liner. Mal gucken. Ja, gut sind die ja, ne? Intense Plum, die 374 ist das. Ja, das ist schön, ne? Das ist dann auch ein bisschen dunkler als der, den wir eben schon hatten. Aber ich finde, dass der eine wirklich gereicht hätte. Ja, haben wir halt zwei. So, die Nummer 22 fühlt sich doch an wie eine solide Mascara quasi. Es ist ein Mascara Primer. Und zwar Lash Paradise. Auch das ist eine Full Size, suited for sensitive eyes. Ja, moin, bin am Start. Und das soll halt richtig auch schön Wawawoom Lashes machen. Ich habe diverse Primer für Wimpern ausprobiert. Ich muss halt wirklich sagen, was mir persönlich, also ist jetzt ja kuriose, ob ich jetzt drei Schichten Mascara drauf mache oder ob ich vorher eine Schicht hiervon nehme und dann zwei Schichten normale Mascara mache. Weißt du, das ist halt so gehopst wie gesprungen. Aber es ist mit dabei. Es ist halt auch irgendwie ein anderes Produkt. Deswegen finde ich das schön. Beschwere ich mich halt auch irgendwie nicht. Aber, ne? Na, auch die Nummer 23 fühlt sich sehr, sehr schwer an. Mal gucken, was hier drin ist. Das ist der Tag vor Heiligabend, ne? Da gönnen wir uns Mascara. Siehst du, die Volume Million Lashes, das ist so ein Staple-Produkt mit einer Gummibürste. Und das ist einfach nur Black Mascara, 10,7 Milliliter. Das ist halt eine recht große Füllmenge, ne? Ich glaube, die kennen wir auch ganz gut. Also haben wir zum einen hier eine Gummibürstchen-Mascara drin. Und wir haben ja auch die Lash Paradise mit einem Faserbürstchen hier drin. Also das ist dann halt auch so eine coole Geschichte, dass man dann wählen kann, möchte ich lieber eine Faserbürste oder lieber eine Gummibürste verwenden oder Silikonbürste. Ne, finde ich gut. Das ist ein schönes Produkt. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf Heiligabend. Ich würde sagen, wir haben hier einen dicken, fetten Cremetiegel drin, oder? Weil das ist halt so, dass es keine Lidschattenpalette sein kann. Es ist super schwer. Tatsache. Und zwar ist es die Revita Lift ohne Parfum. Feuchtigkeitspflege Tag ohne Parfum, 50 Milliliter. Ich glaube, L'Oreal hat gar nicht mal so günstige Produkte bei sich im Sortiment. Deswegen ist so eine Full-Size-Geschichte total super. Und ich finde es auch ehrlich gesagt cool, dass wir hier eine Full-Size-Creme am Ende drin haben und nicht irgendwie so ein Tralafitti zwischendrin, mal so ein kleines Pröbchen oder sowas. Ich finde es geil. Kommen wir zum Fazit dieses interessanten Adventskalenders. Ich finde, dass die Aufteilung der Produkte sehr, sehr dämlich gemacht worden ist. Oder schreibt mir das mal auch in die Kommentare. Ansonsten, ja, L'Oreal hat halt geile Lippenprodukte und deswegen wollten die halt raushauen. Deswegen macht es auch durchaus Sinn, dass sie da halt auch recht viele von reingepackt haben. Ist okay, sind ja auch unterschiedliche Texturen. Ich hätte mir vom Inhalt her, ganz ehrlich, auch nicht unbedingt was anderes erhofft, weil der Inhalt ist gut. Wir haben hier wirklich einen Bronzer mit drin, wir haben einen Blush mit dabei, wir haben verschiedene, zwei Monolidschatten, einfach um die mal kennenzulernen, in matt und in glänzend. Wir haben Lippenprodukte, Augenprodukte, wir haben Pflegeprodukte mit drin, ein Primer. Also theoretisch hast du hier schon eine ganz gute Auswahl an Produkten, die halt einfach nur doof aufgeteilt worden sind, ne? Also hätten die das anders in die Kläppchen gepackt, hätte ich den wirklich hart gefeiert. Ich finde jetzt auch, was ich hier so auf dem Tisch stehen habe, richtig gut. 70 Euro für den Adventskalender ist wirklich auch ein solider Preis. Da kann man sich überhaupt nicht beschweren. Und ich persönlich würde den auch tatsächlich empfehlen, wenn mich jemand fragt, Mensch, hast du vielleicht einen Adventskalender, der halt nur gefüllt ist mit dekorativer Kosmetik, den ich in der Drogerie bekommen kann und der unter 100 Euro liegt? Ja, gönn dir den. Oder schau dir den von im Asam an, ne, den Magic Finish, den finde ich auch total super. Das sind halt so die, die ich so empfehlen würde. Gut, du hast ja auch noch 3, 4 Pflegeprodukte mit drin, aber theoretisch glaube ich schon, dass man damit glücklich wird, ne? Schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, wie ihr den Adventskalender so fandet. Also von der Bestückung her finde ich den wirklich angenehm. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und dem Adventskalender von L'Oreal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne Daumen nach oben da. Würde ich mich nämlich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!